Als nächstes schauen wir uns den zentralen Grenzwertsatz an. Der zentrale Grenzwertsatz ist der Grund, warum die Gauss-Verteilung der Superstar unter den Wahrscheinlichkeitsverteilungen ist. Doch bevor wir uns anschauen, warum das so ist, noch ein kurzes Wort zu einer standardisierten Zufallsvariablen. Dieser Ausdruck hier, die Summe x1 plus x2 plus xn minus n mal dem Erwartungswert geteilt durch Wurzel aus n mal der Varianz, nennt man die standardisierte Zufallsvariable. Dabei handelt es sich um eine Transformation, die jede beliebige Zufallsvariable auf eine neue Zufallsvariable abbindet, die dann den Erwartungswert 0 und die Varianz 1 hat. Ja, wir verbiegen im Prinzip einfach nur die Zufallsvariable so, dass sie eben den Erwartungswert 0 und die Varianz 1 hat. Okay, der zentrale Grenzwertsatz besagt nun, dass im Grenzwert unendlich vieler Versuche die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese standardisierte Zufallsvariable in dem Intervall a bis b liegt, genau gleich der Fläche des Integrals unter der Standardnormalverteilung ist. Der Standardnormalverteilung auch über dieses Intervall a bis b. Um uns das jetzt anzuschauen, benötigen wir zuerst einmal die Normalverteilung und danach im nächsten Schritt eine beliebige andere Verteilung, die uns diese Zufallszahlen x1 bis xn liefert. Aber starten wir mit der Normalverteilung. Das habe ich hier schon mal definiert. Na, hier steht genau dieses 1 durch 2 mal Wurzel aus Pi, dieser Ausdruck, mal e hoch minus 1/2 x Quadrat minus dem Erwartungswert von x durch Sigma. Ohne Integral natürlich, ja. Nur die Normalverteilung. Also dieser Ausdruck multipliziert mit diesem. Okay, schauen wir uns das an. Wir wollen 100 Stützstellen und sagen x-Werte der Normalverteilung ist NumPy Line Space minus 5 bis 5 und zwar in 100 Schritten. Und wir wollen den Endpunkt auch dabei haben. Die y-Werte Normalverteilung ist Normalverteilung von i. Der Mittelwert soll 0 sein und auch Sigma soll 1 sein vor i in x-Werte Normalverteilung. Ja, machen wir das Ganze erstmal 10 mal und schauen uns die mal die y-Werte an. Sehen wir jetzt einfach 10 Werte der Normalverteilung in diesem Intervall. Schöner sieht man das als Bildchen. Plot x-Werte, y-Werte. Die Farbe wollen wir wieder schwarz. Und wieder etwas dickere Linien. Line Width 2. Okay. Das sieht jetzt sehr eckig aus, weil wir nur 10 Stützstellen haben. Nehmen wir wieder unsere 100 Stützstellen, bekommen wir schön rund die Standard-Normalverteilung. Als nächstes brauchen wir eine Verteilung, die wir hier einsetzen, in diesen Ausdruck. Nehmen wir die Gleichverteilung auf dem Intervall 0 bis 10. Definieren wir uns eine Funktion Gleichverteilung x, x min, x max und sagen, wenn x min kleiner gleich x max ist, dann geben wir 1 durch x max minus x min zurück und sonst k
geben wir eine 0 zurück. Return 0. Starten wir mit x min 0, x max 10. Wir wollen das Intervall 0 bis 10 und sagen, Samples ist wieder 100. Schauen wir uns die Wahrscheinlichkeitsverteilung an. X-Werte gleich Verteilung soll NP Line Space X min minus 1 X max plus 1 und wieder Samples 100 Stück davon und Endpoint True. Die Y-Werte gleich Verteilung ist die Liste Gleichverteilung von i, x min, x max vor i in x-Werte-Gleichverteilung. Und die Realisierung oder das Experiment definieren wir die Funktion Gleichrealisierungen von n. Return eine Liste random uniform x min x max for i in range n. Gut, schauen wir an, was wir gemacht haben. Print gleich Realisierung von 5. Da bekommen wir 5 Werte. Das ist diese Funktion. 5 Werte aus dem Intervall 0 bis 10. 5 zufällige Werte. Wenn ich das nochmal ausführe. 5 zufällige Werte aus dem Intervall 0 bis 10. Das Ganze versuchen wir jetzt zusammen in ein Bildchen zu packen. Plot X-Werte Gleichverteilung Y-Werte Gleichverteilung. Und zwar wieder in schwarz, bitte. Und etwas dicker. So, na, hier die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die Wahrscheinlichkeitsfunktion unserer Gleichverteilung. Machen wir noch die Label. X-Label soll x sein. Und y-Label soll sein Wahrscheinlichkeit. Gut. Ja. X, und das ist die Wahrscheinlichkeit für x, im Intervall 0 bis 10, das heißt, die Höhe muss genau ein Zehntel sein, 0,1. Als nächstes wollen wir dazu noch unsere Realisierungen plotten. Und das machen wir jetzt mit einem Histogramm. Dazu müssen wir uns erstmal einige Realisierungen erzeugen. Sagen wir, Daten ist gleich und zwar wieder Samples Stück. Okay, Histogramm der Daten und wir wollen Bins haben. Bins ist gleich np in Space jetzt. 0, 10, 50 Bins haben im Intervall von 0 bis 10 und diese Bins sollen normiert sein, damit wir die relative Häufigkeit erhalten und das plotten wir jetzt. Das sieht so aus, kann man etwas schöner machen. Color Gray und vielleicht erhöhen wir noch die Anzahl der Samples ein wenig. Und so sieht das auch schon besser aus. Also, wir haben jetzt hier die relativen Häufigkeiten. Das heißt, auf der x-Achse sind jetzt Wahrscheinlichkeiten und relative Häufigkeiten, relative Häufigkeit von unserer Gleichverteilung. In schwarz
die Theorie oder die Wahrscheinlichkeitsfunktion und in Grau, Light Gray, etwas schöner, ein bisschen heller, in Hellgrau, die experimentellen Realisierungen. Wir können jetzt hier mit der Anzahl der Bins das Ganze etwas glätten. Ja, jetzt hatten wir 50 Bins, 50 Bins, jetzt mache ich mal nur 20 Bins, dann wird das Ganze etwas glatter.